So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, einer neuen Welt, einem neuen Alles von Let's Play Pixelmon. Ach ja, und wie lange habe ich darauf gewartet? Denn unser eigentliches Projekt ist leider den Bach runtergegangen, beziehungsweise wurde eingestellt. Und wir haben jetzt unseren eigenen kleinen Server aufgestellt und freue mich hier auch wieder meinen lieben Kollegen Jimmy Hell LP zu begrüßen. Ja. Hallo, ich bin auch da, juhu, Pokémon, juhu, wow. Jetzt muss ich das so machen, warte mal, episch. Was machst du da? Weiß ich nicht, was machst du da? Keine Ahnung. Ja, bevor wir hier weiter labern, hole ich erstmal mal Herrn Feurige wieder zurück. Zeig euch mein liebes Inventar, denn wie ihr seht, ein legendäres Pokémon ist gespawnt im Ozeanbiom. Nützt uns jetzt allerdings viel, weil wir haben zwar schon ein klein wenig Ausrüstung, aber wir haben hier nur, das Nötigste getan. Wir haben hier das Dorf gefunden und sind halt hierher, haben uns schon mal unser Zuhause jeweils markiert und ein bisschen Essen gesammelt, ein bisschen dies und jenes, also wie ihr seht, also ein bisschen was haben wir getan. Mein Pokémon ist noch auf kompletten Normallevel, also noch auf Level 5. Oh, da oben. Oh, ein Lad hier. Wie kann man hier ranzoomen? Wie war das nochmal? C. Wie geil. Das ist Hammer. So fängt's doch gut an. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, hast du dein Pokémon überhaupt wieder zurückgeholt? Ja, das habe ich mir wieder reingeholt, weil es irgendwie Schaden genommen hat, wahrscheinlich, oder? Naja. Nee, deins hat Schaden genommen. Ja. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Pokémon Center und ja, Leute, für alle, die Pixelmon noch nicht kennen, hier gibt es Pokémon Center, hier gibt es alles, was das Herz begehrt, Pokémon Kämpfe, alles Mögliche. Plus das Einzige, was natürlich hier wesentlich schwieriger ist als in den normalen Pokémon Spielen, wir müssen uns alles selber craften. Und ein was ich hier ganz, ganz dringend noch in Angriff nehmen möchte, sind die Wege, die hier sind. Alter, sind die hässlich. Ja, das müssen wir aber erstmal machen, wenn wir wirklich, so weit sind, unsere eigene Bude fertig haben und mal ein bisschen auf Reisen gewesen sind. Oh, scheiße. Okay. Okay, ich mache erstmal an meine Bude ein bisschen weiter, dass wir das ein bisschen fertig haben. Ah nee, da bin ich ja schon fertig. Ich habe ja eine Tür, ich habe ein Haus. Ja, wir könnten eigentlich jetzt ein bisschen auf Rohstoff sammeln gehen und zwar bräuchten wir was erstmal. Also ganz wichtig ist, dass wir erstmal ganz alles mögliche an Rohstoffen sammeln. Dass wir vielleicht ein paar Steine abbauen, ein bisschen Holz zur Verfügung haben. Oh, den will ich haben. Was bist denn du? Komm, zeig dir mal her, was du bist. Nein, nicht blau. Rainbimbo. Was? Rainbimbo, so eine kleine Raupe ist das, die will ich haben. Eine kleine Raupe klingt wie Raupi. Nein. Die ist bei mir Level 6. Oh, fuck. Lass mich mal näher ran. Das ist Starrickle. Starrick. Ich weiß ja, wie es aussieht. Da hebe ich mir extra dann dafür. Du springst immer noch her. Das ist eine kleine Raupe, wo denn? Warte. Wo ist die jetzt lang? Jetzt bin ich durcheinander. Die ist hier gerade am Pokémon, die ist gerade hier. Oh, warte mal, ich muss ja gucken, wo es jetzt lang gegangen ist. Mensch! Autsch! Welcher Vollidiot baut denn hier ein Loch, aber? Gebaut hat das niemand, das ist alles so gewesen. Oh, warte, ich tu mir gerade mal. Ja, klau. So, das müssen wir ja. Die Teile müssen wir aussuchen, das sind die guten Aprikokos. Kennen wir auch alle seit den ersten Pokémon-Teilen von Gold, Silber und Kristall sind die auch ja mit in den Spielen vorhanden. Hui, Miltang. Ah! Nee, nicht du. Ah, wo oben eine Blüte drauf ist, die kann ich nicht ernten, ja? Na, wo oben nichts drauf ist, kannst du nicht ernten. Nee, hier bei dem Baum ist oben eine Blüte. Das wächst ja noch.
Alles wächst nach. Und aber ernten können wir die, also zuerst erst mal ernten so ein, und... Wo, wenn, erst wenn da so ein Knubbel drauf ist. Aber selbst pflanzen können wir die nicht zufällig. Doch, die kannst du anpflanzen. Du kannst die sammeln und anpflanzen. Das heißt, was ich jetzt... Oh, jetzt kann ich an... Das heißt jetzt, das, was ich jetzt gesammelt habe, kann ich selbst an meinen Garten... An meinen Garten genau. Oh, die Aprikokos brauchen wir übrigens, um genau das zu tun, was man auch in dem Spiel damit tut, nämlich Pokebälle craften. Also das heißt, ich könnte nachher doch schon bei mir dann das Ding anfassen, dass wir mehr davon haben. So, also wir müssen erstmal solche Dinger sammeln. Welches Level bist du? Oh, 31, das ist ein bisschen hoch. Wir können ja auch mal gegenseitig trainieren, um einfach mal zu zeigen, wie hier Pokémon-Kämpfer aussehen. Warte mal, da schmeiß ich meinen Pokémon mit dir an den Kopf. So, ihr seht jetzt hier, jetzt haben wir so eine Oberfläche, wo wir akzeptieren kämpfen können. Ja, also akzeptieren müssen und dann können wir kämpfen. So. Aber das Blöde ist, ich sehe kaum... Achso, nee, das Ding steht bei mir, stimmt. Du kannst dann mit dem Mausrad kannst du rein und raus zoomen und mit der rechten Maustaste kannst dann die Kamera bewegen. Damit haben wir eine bessere Übersicht über den Kampf. Natürlich ist das alles nicht ganz so optimal, weil ihr seht hier, bei Vollriegel steht mir zwischen den Beinen, genauso wie bei Jimmy... Sein Igamaro. Aber bei mir fehlt schon mal der Kopf. Ja, das ist bei mir genauso. Nee, dein Kopf ist da. Ich sehe deinen Kopf. Ja, okay. Du wirst aber gewinnen, ja, weil ich Pflanze habe. Das ist ja dir bewusst, hoffe ich. Ja, mein Pokémon kann auch keine Feuerattacken. Das heißt, kann aktuell nur Tackle und Heuler. Okay. Okay, komm schon. Jetzt geht's darum, wer das meiste Durchhaltevermögen hat. Komm schon. Ach, schön. Verdammt. Oh, bei dir ist das schon schlecht. Das wird echt eng. Das wird echt eng. Ja, ja. Wenn ich jetzt nicht Glück habe. Und ich habe kein Glück. Ich habe kein Glück. Und damit hast du meinen Vollriegel. Ach, dein Igamaro war ja schon Level 6. Ja, ich habe das letzte Mal deswegen. Und ich wundere mich. Ich dachte, du bist noch Level 5. Ja, nee. Oh, warte mal, hat zwei... Ah, sehr schön. Zeigt sogar an was alles gestiegen ist. Ja. Oh, hier Galoppa und Hirn, hast du die gesehen? Wie geil. Nein, ich will nicht kämpfen. Flucht. Achso, ja, warte mal, oben leicht. Du bist nicht entkommen. Hä, lol. Das Wildtank ist hartnäckig. Oh. Ah, gut. Okay. Bist entkommen, jo. Okay, dann lass erstmal zum Pokémon Center gehen. Und noch eine kleine Besonderheit natürlich an dieser Mod ist, ihr seht ja, ein Toketic, schon wieder du. Schon wieder das Toketic, das hat mich das letzte Mal schon geärgert. Ist, dass wir hier nicht verhungern können. Also wir können zwar verhungern, aber unsere Herzen gehen nur bis 5 runter und dann können wir natürlich auch nicht mehr rennen und alles drum und dran, aber wir können zumindest nicht an Hunger sterben. Das heißt, bevor wir auf große Reise gehen, erstmal zusammenkassieren und dann nimm einen auf. Oh, Alter. Ey, Jumping. Die Wege sind echt des Todes. So, mein Ding ist in der Mikrowelle. Ja, Pokémon Toast ist fertig. Kling. Bing. Man kann auch von anderen Pokémon-Spielern sehen, dass die Dinger aktiv sind hier. Ja, genau. So, damit ist mein Vollriegel wieder bei Kräften. So, als heißt erstmal Pflanzen anpflanzen und dass wir genug Rohstoffe haben. Also das wird es sich ja unterwegs mehr anbieten. Also wir haben ja echt, wir können ja wie gesagt echt nicht verhungern, also... Deswegen würde ich sagen, lass uns erstmal wirklich nach Rohstoffen suchen. Also ein paar Steine abbauen, dass wir uns ordentliche Werkzeuge machen können und dann, ja. Ja gut, dann gehe ich eine Weile Stein auf Steinjagd. Da hinten ist ein Safcon. Und ein Bisaflor schon wieder. Da hinten. Der turbt immer hier rum, der Bisaflor. Das ist echt krass, wir sind hier in einem guten Biom gelandet. Also wenn wir hier Pokebälle haben, dann können wir uns ja echt austoben. Da hinten ist ein Voltoball. Finde ich nicht ganz so praktisch. So, dann wollen wir mal
ein bisschen Holz brauche ich auch noch, damit wir uns dann genügend Werkzeuge basteln können. Während Jimmy fleißig weiter Stein sammelt, mache ich in der Zwischenzeit schon... Ja. Eisen würde ich ja auch gleich mitnehmen, wenn es dich nicht stört. Das kannst du jetzt noch nicht abbauen. Ja, ich weiß, ich brauche eine Steinaxt. Ja, deswegen. Deswegen habe ich gesagt, lass uns erstmal sammeln, dass wir uns hier dass wir Stein abbauen und dann uns ordentliche Werkzeuge machen. Also wenn du genügend hast, sag Bescheid. Ja, warte mal. Ich sammle ca. 100 Stück gleich. 100 Stück, Alter? Wie übertreibst denn du? Na, warte mal. Ich bin gerade am was überlegen. Ich hab ne... Ah ne, scheiße, hab ich nicht gut, okay. Also ich hab jetzt aktuell 40 Steine, das reicht aber nicht. Hä? Wieso reichen 40 Steine nicht? Naja, wenn wir doch ein bisschen dann erstmal an... Was brauchen wir denn eigentlich für Steine, sag ich mal, um... Na, wir müssen uns ein paar Spitzhacken machen und vielleicht ein paar andere Sachen noch. Also so, was weiß ich, eine Axt und eine Schaufel, das reicht dann. Also eins oder was? Ja gut. Weil ich also sag jetzt mal, für Bäume, die normale Axt, die habe ich schon aus Stein. Ja, ich noch nicht, weil ihr habt das letzte Mal länger gemacht als ich. Naja, um zu testen halt. Naja. Deswegen habe ich auch mal zu meinem Bruder gesagt, deswegen kann man aufhören. Dass man halt nicht zu viel wegnimmt. So, jetzt ist meine Axt alle. Meine Holzaxt. Also, dann lass uns jetzt mal zu einem. Zu mir? Lass gleich zu mir. Hier ist meine Bruder kleine Nähe. Okay. Ist zwar nicht so geräumig da. Ja. So. Hä? Dann mache ich mir erstmal. So. Das sollte reichen. Du brauchst erstmal eine Spitzaxt, hä? Ja. Es reicht auch, wenn du mir Steine gibst, das ist vollkommen okay. Nee, ich mach gerade für dich mit. Ich brauch doch auch. Ja, warte. Wie kann man das teilen? Wie war das? Mit Rechtsklick. Achso, ja, stimmt, ja, warte mal. Rechtsklick. Und Schweiß 2G. Wunder, herzlichen Dank. Bitte. So. Aber den... Zack. Mach ich mir erstmal vier Steinspitzhacken. So. Zwei davon. So. Na. Und eine davon. So. Dann haben wir es, glaube ich, bestens ausgelegt. Ach übrigens, wir haben ja auch für dich zur Info den Inventory-Tweak drinne. Sprich, wenn du jetzt, der ersetzt automatisch unten in deiner Schnellleiste das, was du da gerade drin hast, wenn du das in deinem Inventar hast. Wenn du baust jetzt beispielsweise mit Holz, füllt das automatisch den Block wieder auf, wenn du den in deinem Inventar hast. Ach so. So, dann zwei Schippen würde ich sagen noch mitnehmen. Ja. Hep. Wir haben ja glücklicherweise auch unsere Karte. Ihr seht, also ich kann euch die ja mal zeigen, das seht ihr, dass wir echt noch nicht weit gekommen sind. Also das ist das Gebiet, was wir jetzt erforscht haben. Hier ungefähr sind wir gestartet und sind dann halt hier so ein bisschen hochgelaufen und haben das Dorf hier halt gefunden dadurch. Und ja, ich würde sagen... Wir halten uns jetzt mal so östlich. Da haben wir noch gar nichts großartig erkundet. Das ist eigentlich eine gute Idee. Oder was sagst du, Jimmy? Wo bist du? Gute Frage, warte. Du bist schon mal in die richtige, Richtung gelaufen. Ich bin gar nicht weggegangen, ich bin noch hier. Ach, zu Hause, ja. Nee, gut, stimmt. Ich bin gerade versehentlich rausgesprungen. Lol. Hallo? Wo gehst du raus? Wo gehst muss du noch raus? Hallo? Meine Karte ist übelst weit weg. Warte mal, wo war die Karte? Wo war das Tape, hä? Nein, auf Y. Und da kannst du dann rein und raus zoomen. Mit dem Mausrad. Nee, auf Y komme ich nicht drauf.
Ah ne, J, nicht Y, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, schließen. Oh. So. Nee, ich würde eigentlich auch gerne, dass außerhalb meines Fensters mehr rangezoomt ist halt. Wie weit soll denn das bei dir weg sein? Ja, das Fenster ist übelst creme bei mir oben. Oh. Okay. So, da bist du, okay, oder? Da, okay, los geht's. So. Ja, also ich hatte gedacht, wir gehen jetzt in Richtung Osten, also in die Richtung hier. Ich nehme einfach erstmal grundlegend alles, was wir finden. Okay. Ja, ich lege auch erstmal alles, was ich noch an Sachen habe, hier in die Kiste rein. Damit wir jetzt hier nicht irgendwie sinnlos was mitschleppen, was wir nicht mitschleppen müssen. Nee, was zu fressen mitmachen. Ja, ich nehme mal das Essen mit, das können wir uns dann aufteilen. Ja, ich habe noch 10 Brote. Okay, so. Dann. Lass uns mal die Welt erkunden. Dein Name wird. Wo bist du? Wie lang gegangen? Bist du geradeaus? Ja, ich gehe immer geradeaus. Du bist einfach rechts weitergegangen. Was ist los bei dir? Wie siehst du das? Mein Fenster ist oben übelst klein, aber. Also du bist auf jeden Fall bei mir jetzt wieder in der Nähe. Wo bist du denn? Da ist ein Pensier. Am Pokémon. Nee, am blauen Dach bin ich bei der Police. Da bist du. Hier, hallo. Hier, dreh dich um. Geh zurück zum Pokémon Center Eingang. Hier. Hallo. Hier. Ach, hallo. Da oben. Da folgt er mir schon und rennt irgendwo in die Walachei. Ist ja auch dunkel draußen. Ja, ich bin auch gleich dunkel. Merke schon. Also so schwierig mir zu folgen ist es ja nun eigentlich nicht. Hier rennen rauf und Traumate rum. Oh, ein Attackenlehrer. Oh, wie geil. Komm mal her. Was? Bleib hier, ich will mit dir reden. Oh, wie geil. Feuersäulen, Nassschweif. Und was brauche ich dafür? Kosten 10. Da redet. Mein Dings kann noch kein Dings lernen. Achso. Nix. Nee, geht bei mir auch nicht, weil wir die Kosten dafür nicht haben. Der nimmt wahrscheinlich dafür 10 Poké-Dollar oder sowas und wir haben ja noch gar nichts. Müssen wir erstmal in Trainer kämpfen oder sowas dann gucken. Wenn wir unterwegs schwache Pokémon finden, können wir gegen die natürlich auch kämpfen. So ist ja nicht. Wie das Radfratz hier. Das nehme ich mir jetzt mal hervor. Mach das. So, damit ihr das natürlich auch seht. Tackle! Oh, jawohl, wir haben es gleich. Sehe ich irgendwo. Jawohl. Irgendwo Eisen. Radfratz wurde besiegt. Ja. Ich habe den Kampf gewonnen. Und habe verrottetes Fleisch bekommen. Danke. Prima. Und noch nicht mein Level gestiegen. Na, wunderschön. Ah, guck mal, hier können wir schon mal anfangen. Hier haben wir an den Seed. Das brauchen wir nicht wirklich. Kohle können wir uns aber mitnehmen. Das ist eine Idee. Also so Edelmetalle und sowas, das geht auf jeden Fall. An den Seed ist jetzt nicht zwingend Muss. Also das kann man dann so nach Wahl. Wenn man es halt braucht. Also sonst ist hier nicht viel. Hier ist noch Kohle. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass in den ganzen Gewässern hier noch keine Wasser-Pokémon sind. Oder zu sehen sind. Sagen wir mal so. Mit einem Ratika möchte ich mich jetzt noch nicht anlegen. Der ist Level 30, Alter. Der macht uns platt. Hier wäre was für dich. Oh, das nimmt Schaden, das nimmt Schaden. Ja, mach ruhig. Okay, nee, das wird nichts.
Da soll ich lieber flüchten. So. Okay. Nee. So, das, da habe ich einen Weizen anbauen kann nebenbei. Das kann man, das kannst du, also das ist ja jetzt wirklich sinnlos. Da hinten rennt ein Hypno rum. Hypno. Oh, warte, ich will das haben. Warte mal, hier, das. Warum hast du es nicht tot gemacht? Weil ich, hier, weil ich nur noch 2 KP habe. Achso. Deswegen. Man sieht jetzt schlecht, okay, Kampf, Rankenhieb. Warum ruckelt es bei mir? Kann es sein? Es kann wegen dem Kampf sein. Achso, gut. Also es hat nichts dann, naja, gut. Tackle! Ah, ist trotzdem stark, muss ich alles sagen. Krass. Aber noch ein Tackle und das Ding ist hinüber. Ah, ja, 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 ja. Ah, war ganz gut, oh, nochmal so ein Treffer. Ja, es ist halt ein Vogel-Pokémon. Gegen Pflanzen-Pokémon hat das natürlich gute Chancen.